Schwestern und Brüder, wir haben Einblick bekommen in die Heilsgeschichte, in die Geschichte des Volkes Israel. Im Besonderen war die Aufmerksamkeit gerichtet auf das babylonische Exil, auf die Verbannung hin nach Babylon. Und das war für das Volk Israel vergleichbar mit der Sklaverei, die die Vorfahren schon in Ägypten erlebt und erlitten hatten. Zwei große Bedrängnisse musste das Volk erleiden. Einmal circa 1300 Jahre vor der Geburt Jesu in Ägypten. Durch Mose wurde das Volk dann befreit und dann circa 580 Jahre vor der Geburt Jesu, als das Volk in Etappen und in verschiedenen Kriegssituationen auch zerrüttet und in die Verbannung gebracht wurde nach Babylon. Diese Verzweiflungssituationen konnten vom Volk nicht aus eigener Kraft verändert werden. Und es war das große Geschenk, das die Menschen in ihrer Leidenszeit empfangen haben, dass sie Befreiung bekommen haben. Und zwar war es ganz offensichtlich, dass eine größere Macht mitwirkt. So haben es die Israeliten durch die Befreiung aus Ägypten begriffen. Da ist einer, der uns liebt und der will einen Bund mit uns schließen. Und er hat den Bund geschlossen mit dem Volk durch Mose. Die Gesetzestafeln stehen dafür. Also die Ordnungen, die dem Menschen helfen sollen, die Gottesbeziehung und die zwischenmenschliche Beziehung auf dem Höchststand an Gutem zu halten. Die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft ist heute etwas detaillierter angesprochen worden. Da hat Gott einen heidnischen König, den Perserkönig Kyros, ins Herz gesprochen und er hat die Babylonier in einem Krieg besiegt und das ziemlich Erste war, dass er den Israeliten die Heimreise gewährt hat und sogar ermutigt und dazu ausgerüstet hat, den Tempel wieder aufzurichten. Wir haben es gehört, der Perserkönig Kyros war sehr selbstbewusst und konnte von sich sagen, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir, und man bedenke, ein Nichtjude, ein sogenannter Heide, aus der Sicht des Volkes Israel, er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, der soll hinaufziehen. Die haben den Auftrag zum Heimkehren bekommen. Es war ganz offensichtlich nicht eigene Kraft, nicht eigene Diplomatie oder gar Kriegsmacht hat sie befreit, sondern Gott hat es gewirkt. Und immer wieder spricht die Bibel auch davon, dass es Ereignisse gibt, die nicht von Menschenhand eingeleitet, verwirklicht werden. Ganz offenbar ist es, dass da Gott Fügungen schenkt, die Unheilsgeschichte zur Heilsgeschichte machen. Und die ganz große
Gabe Gottes ist der Sohn Gottes, von dem das Evangelium spricht, an dem deutlich werden soll, welche innere Absicht hat der Mensch, welche Gesinnung hat der Mensch, welche Motivation hat er, welche Intention hat er. Was will der Mensch? Gegenüber Jesus wird deutlich, wie das eigene Leben sich unterscheidet von dem, wie es sein soll, ja sein muss. Und auf diese Weise ist Jesus doch auch ein Richter für alle Menschen. Und wenn er dem Nikodemus und uns sagt, dass er von der Erde erhöht werden muss, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, dann will das deutlich machen, dass die Kreuzigung Jesu offenbar macht, wie der Mensch mit dem Heiligen, mit dem absolut Liebenden, mit dem, der nur Gutes tut, umgeht. Also, dass der Mensch nicht einmal dem Liebenden Raum gibt. Begonnen hat die Menschwerdung Jesu im Stall, verabschiedet wurde er am Kreuz. Also der liebende Gottessohn ist nicht automatisch beliebt. Und das, Schwestern und Brüder, muss dem Menschen bewusst werden. Und so soll der Blick auf das Kreuz dem Menschen bewusst machen, wer sind wir und wer bin ich? Und wir haben einen Blick in die Heilsgeschichte gemacht und wir müssen einen Blick machen in die ganz persönliche Lebensgeschichte. Ja, in die Gegenwart hinein eines jeden Menschen. Wie stehe ich zum Sohn Gottes? Wer ist Jesus für mich? Und vor allem lasse ich mich aufdecken, lasse ich mich sozusagen überführen, lasse ich mir deutlich und bewusst machen, wie es um mich steht. Und es soll mir bewusst werden, diese Erleuchtung soll uns geschenkt werden, dass wir von uns aus nicht in der Lage sein, wieder dorthin zu kommen, wo Adam und Eva vor dem Sündenfall waren. Aber durch die Gemeinschaft mit Jesus, also durch den Glauben an ihn, ist es möglich. Und das ist das große Geschenk. Aber das wird nur dem gegeben, der demütig und somit auch mutig genug ist, sein eigenes Versagen, seine Ohnmacht und seine Schuld auch zu erkennen und vor Jesus zu bekennen. So wird die eigentliche Rettung immer verbunden sein mit Einsicht der zu rettenden Person. Karl Friedrich von Weizsäcker, er ist 2007 verstorben, der hat sich eingesetzt für Frieden in der Welt, unter den Religionen. Er hat von einer Art Friedenskonzil gesprochen. Die Menschheitsfamilie muss zusammenfinden, sie müssen zusammenhelfen. Das war sein Bemühen. Und er kommt zu der Feststellung, ich zitiere, die Menschheit befindet sich heute, das Buch von ihm ist veröffentlicht 1986, also die Menschheit befindet sich heute in einer Krise, deren katastrophaler Höhepunkt wahrscheinlich noch vor uns liegt. Deshalb ist entschlossenes Handeln nötig. Das Volk Israel hat immer gewusst, wenn es Kriegssituationen gibt, dann meistens deshalb, weil der Mensch schuldig geworden ist. Klar, wer sonst führt Kriege? Karl Friedrich von Weizsäcker hat eine ganz entscheidende Feststellung gemacht, nämlich zu der Einsicht, zu welcher jeder Einzelne geführt werden muss, kommt, dass er Umkehrbereitschaft
hat, dass er Einsicht hat, dass es ihn auch schmerzt, so gelebt zu haben, wie es eben in der Vergangenheit war. Und ich zitiere, er sagt, Tränen der Reue, Tränen sind eine Gnade. Sie sind der Beginn des Trostes, der zu uns kommt, wenn wir gewagt haben, dem Schrecken in die Augen zu schauen. Tränen sind der Beginn des Trostes, der uns geschenkt wird, wenn wir einsichtig sind. Weiter, die Träne gibt die falsche Hoffnung auf, wir seien Meister unseres Geschicks. Die Träne öffnet den Weg zur wachen Hoffnung auf das, was nicht in unserer Macht steht. Und damit macht sie uns frei zum wirklichen Handeln. Also einsichtig werden in das, was der Mensch aus eigenem vermag oder nicht vermag. Und da hilft uns der Blick auf das Kreuz, dass wir sagen, wir haben den Karfreitag veranstaltet. Wir sind die Täter und Gott hat es erlitten. Gott selbst, der Sohn, ist das Opfer. Zum Glück, und das ist die Rettung, hat der Vater im Himmel den Sohn auferweckt und jeden, der an den Sohn glaubt, hat er mit auferweckt. Und so, sagt der Apostel Paulus, können wir heute schon als Mitauferweckte und somit als Auferstandene leben. Kurz vor Ostern denken wir daran, dass wir den Alltag als österliche Menschen gestalten, die Ostern kennengelernt haben. Amen. Nicht Mose, nicht Kyrus, nicht irgendein Mächtiger von heute, sondern Jesus hat uns in die tiefe Gemeinschaft mit Gott geführt.